Finanzoasen sind eigentlich der richtige Name für all diese eigenen Territorien mit eigenen Finanz- und Steuergesetzen, die hier auch genannt werden, also die Cayman Islands und Delaware und alle möglichen Inseln, Kanalinseln und die Virgin-Inseln in der Karibik. Das war wohl mal so, dass die Anfänge, auch in Liechtenstein und Schweiz, wo ja sozusagen das ganze Konstrukt herkommt, das begann mit der Steuerhinterziehung für vermögende Leute. Anfänglich also die Vertriebenen der französischen Revolution, die dann ihre Gelder in der Schweiz in Sicherheit gebracht haben. Aber inzwischen mit der Globalisierung haben diese Finanzoasen eben sehr viel weitere Aufgaben übernommen, und zwar nicht nur, wie hier in dieser Süddeutschen berichtet wird, für Einzelpersonen, für vermögende Einzelpersonen, sondern vor allem für Unternehmen. Das heißt also, wenn ich Unternehmensanteile, Aktienpakete oder große Wertpapiervolumina, die auf den Markt gebracht werden sollen, auf den Markt bringen möchte, dann werden die in Finanzoasen geparkt. Das heißt, Sie würden sagen, in erster Linie spielen gar nicht mehr die Einzelpersonen die ausschlaggebende Rolle, sondern es sind vor allen Dingen die Unternehmen? Ja, vom Volumen her müssen wir wohl annehmen, dass heute die Unternehmensanteile oder die internen Unternehmensabwicklungen wie beispielsweise die Lizenzverwaltung in diesen Finanzoasen eine sehr viel größere Rolle spielt als das individuelle Vermögen, das dort geparkt ist. Ich habe heute mal gegoogelt, habe einfach den Begriff Steueroase eingegeben und bin dann nicht als allererstes, oder die standen nicht ganz oben auf der Liste, auf jetzt Artikel über den Süddeutsche Zeitungsartikel gestoßen, sondern ich bin auf zwei Unternehmen gestoßen. Ich nenne jetzt mal die eine, die heißt SFM und die bietet Gründung von Offshore-Gesellschaften mit Bankkonto an und in folgenden Ländern, einige haben sie selbst schon genannt, ich zähle die auch mal auf: Seychellen, Belize, Anguilla, Ras al-Khaimah, Gibraltar, Britische Jungferninseln, Panama, Hongkong, Vereinigtes Königreich, Singapur, Mauritius, Delaware, Zypern, Bahamas und Schweiz. Sind das so die wichtigsten Steueroasen? Man geht ja davon aus, dass es heute etwa 5 Dutzend Finanzoasen, ne? Ich sage Finanzoasen, okay, ja. Also heute geht man davon aus, dass es etwa 5 Dutzend Finanzoasen gibt, die nach dem Erstmuster Liechtenstein, Schweiz und Luxemburg sozusagen gestrickt sind und das imitiert und weiterentwickelt haben. Und ebenso ist es richtig, dass sie heute, und das ist schon seit Jahrzehnten der Fall, auch ausgehend von der Schweiz Dienstleister haben, das sind teilweise große Anwaltskanzleien oder das sind extra eingerichtete Treuhandfirmen, die also im Auftrag für eine bestimmte Gebühr auf einer Finanzoase ihrer Wahl oder von deren Empfehlung Briefkastenfirmen und Ähnliches einrichten können. Um mal da vielleicht doch eine, sag mal, Hierarchie anzudeuten, gebe ich mal ein Beispiel von der Deutschen Bank. Also die Deutsche Bank hat insgesamt 2072 unternehmerische Aktivitäten, also in unternehmensrechtlicher Form. Und von diesen 2000 Beteiligungen, Tochterfirmen und so weiter, sind mehr als die Hälfte, nämlich 1064, also Tochter- und Zweckgesellschaften, assoziierte Unternehmen und Beteiligungen, auf 29 Finanzoasen verteilt. Und die Deutsche Bank hat hier auch eine Hierarchie eingehalten, die in der Unternehmenswelt üblich ist. Also ich lese das mal vor. Die Deutsche Bank hat also in Delaware, der heute für die Unternehmen wichtigsten Finanzoase, in diesem kleinen Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, 443 solche Briefkastenfirmen. In London hat die Deutsche Bank 171, auf den Cayman Islands 136, in Luxemburg 74,
auf der Insel Jersey, bei England 53, in Irland 41, in den Niederlanden 24, in Singapur 18, auf Mauritius 10, in Malta 10, in Hongkong 14, auf Gibraltar 8 und heutzutage nicht zu vergessen, in Zypern 6 solche Briefkastenfirmen. Das verblüfft einen dann schon, wie die Deutsche Bank da aktiv ist. Und das Deutsche Bank wird ja wohl nicht die einzige Bank sein, wenn man das weltweit nimmt und europaweit. Dann weiß man, was ungefähr los ist. Also solche Parallelstrukturen, ich nenne die okkulte Parallelstrukturen, gehören seit mindestens 2 Jahrzehnten zur Standardausstattung der globalisierten Finanz- und Wirtschaftswelt. Sie haben das Beispiel Delaware erwähnt, eine Finanzoase in den USA. Auf der anderen Seite konnte ich lesen in den Medien, in den Zeitungen, dass die USA rigoros gegen Steuerflüchtlinge vorgehen und andere Länder, wie jetzt zum Beispiel die Schweiz oder Liechtenstein, enorm unter Druck setzen, damit diese Länder Informationen an die Finanzbehörden der USA liefern. Auf der anderen Seite, das finde ich sehr interessant, ist die wichtigste Finanzoase, wie Sie gesagt haben, in Delaware. Wie passt das zusammen? Ja, also die eigene Finanzoase der USA, die wird natürlich von den USA geschützt, während also gegen andere Finanzoasen wie gegenwärtig Schweiz sehr stark vorgegangen wird, denn auch die USA sind ja in ihrer sehr, sehr hohen Staatsverschuldung darauf angewiesen, dass die Steuern, die eigentlich amerikanische Steuerpflichtige zahlen müssten, aber dem etwa durch die Vermittlung durch die Schweizer Großbank United Bank of Switzerland sozusagen entgehen wollen, da ist der amerikanische Staat sehr rigoros und erpresst also auch beispielsweise die ganze Bankenszene und den Staat der Schweiz, um dort Angaben über die amerikanischen Steuerpflichtigen zu bekommen. Und das haben die USA ja auch erreicht, während sie gegen andere Finanzoasen, die sozusagen auch amerikafreundlicher sind wie Luxemburg, überhaupt kein solches Vorgehen praktizieren. Also das klingt eher nach einem Wirtschaftskrieg und nicht einem Kampf aus moralischen Aspekten gegen Steuerflüchtlinge und so weiter. Da geht es um Vorteile einfach. Ja, also auch wenn Sie gegenwärtig den Fall Zypern nehmen, auch da eigentlich ist das kein ungewöhnliches Modell in der Europäischen Union. Also der Staat Luxemburg ist noch sehr viel mehr sozusagen finanzdienstleistungsübergewichtig als Zypern. In dem kleinen Luxemburg mit nicht mal 500.000 Einwohner, also weniger als Zypern, gibt es über 200 Banken, also ausländische Banken. Es gibt in Luxemburg nur 2 einheimische Banken, die Luxemburger Sparkasse und noch eine andere. Verbunden in Luxemburg natürlich ganz systematisch mit der Bereitstellung der verschiedensten Formen von Steuerhinterziehung oder sonst dem Verbergen von Unternehmensanteilen. Oder ich nenne mal ein Beispiel, das auch weit nach Deutschland hineinreicht. Es gibt einen großen angloamerikanischen Finanzinvestor namens Fortress. Der hat für Europa seinen wesentlichen Sitz, seine Konzernholding in Luxemburg. Und von dort aus hat er beispielsweise die 48.000 Wohnungen der Stadt Dresden gekauft und viele andere noch in Deutschland, ist damit zu einem der großen Immobilienbesitzer in Deutschland geworden, hat aber aus sozusagen guten bzw. schlechten Gründen seinen Sitz in Luxemburg. Kommen wir doch mal zu Deutschland. Da hat ja, als der Streit mit der Schweiz war, wollte doch der Steinbrück, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber jedenfalls die Kavallerie in die Schweiz schicken, hat so ein bisschen gedroht. Verhält sich Deutschland wahrscheinlich auf kleinerem Niveau ähnlich wie die USA? Also man versucht, der Steuerflüchtlinge habhaft zu werden. Auf der anderen Seite bietet man ausländischen Unternehmen und Einzelpersonen vielleicht auch einen Fluchtpunkt? Also diese mehr witzig gemeinte Formulierung von Steinbrück, dass also zur Verfolgung von deutschen Steuerflüchtigen in der Schweiz auch mal die Kavallerie eingesetzt werden könnte. Also ich meine, das wäre durchaus also ein Mittel, das man mal verwenden könnte, aber weder Steinbrück noch andere deutsche Politiker noch irgendeine andere deutsche Regierung haben das jemals ernst gemeint. Und seit, also nehmen wir mal gar nicht die Vorkriegs- und Kriegsgeschichte, aber seit Beginn der Bundesrepublik
haben beispielsweise die damaligen Regierungsparteien, CDU, FDP insbesondere, die haben sich aus illegalen Geldern, die deutsche Unternehmen in Briefkastenfirmen in Liechtenstein und in der Schweiz eingezahlt hatten, die haben sich damit finanziert. Noch Helmut Kohl, ne, sein bester Freund, war der größte Vermögenstreuhänder und Briefkastenverwalter von Liechtenstein, Herr Badliner. Noch unter Kohl-Zeiten und auch in der Zeit, als in Hessen die CDU regierte, da wurden Regierungsparteien, auch die FDP über Luxemburg, über solche Kanäle heimlich mitfinanziert. Also wenn man diese Vorgeschichte kennt, da kann man auch durchaus rekonstruieren, dass oder warum bisher keine deutsche Regierung konsequent gegen die Steuerflucht deutscher Steuerflüchtiger in die Schweiz vorgegangen ist. Und ist Deutschland auch Finanzoase für Leute aus dem Ausland, für Unternehmen aus dem Ausland? Ja, Deutschland erlaubt jedenfalls das Agieren von deutschen und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiet der Bundesrepublik mit Hilfe von ausländischen Finanzoasen. Also beispielsweise Fälle, die in der letzten Zeit bekannt geworden sind, also Google etwa, ja, die in Deutschland operieren. Und viele andere, die bedienen sich solcher Finanzoasen wie Luxemburg oder sehr verbreitet über eine niederländische Holding zu gehen. Also Deutschland, durch das, was die deutschen Regierungen und Finanzämter zulassen, ist auch eine Finanzoase. Was kann man jetzt gegen diese Finanzoasen tun? Wie kann man sie austrocknen, wie es so schön heißt? Ja, also das Einfachste wäre, das würde überhaupt keinen Cent kosten, wenn man alle Finanztransaktionen, alle Geschäfte, die über Finanzoasen ablaufen, einfach für unwirksam erklärt. Wenn es keinen finanztechnisch nachweisbaren Grund gibt, damit man ausgerechnet sozusagen ein großes Wertpapier auf den Markt bringt, das seinen juristischen Sitz in Gibraltar oder auf den Cayman Islands hat. Also in Wirklichkeit, wir können heute in unserem sehr hochentwickelten Bank- und Finanzsystem jede Finanztransaktion auch ohne irgendeine Finanzoase abwickeln. Wenn man nun auf eine Finanzoase zurückgreift, dann muss man Gründe haben, um etwas zu verstecken, um Steuern zu hinterziehen, um Geschäftspartner zu täuschen. Jetzt ist ja diese Daten-CD oder diese Datensätze aufgetaucht. Es wird immer mehr berichtet in den Medien über Steuerflüchtlinge, über Steueroasen, Finanzoasen. Ist das auch deswegen, wird der Druck da stärker, auch aufgrund der Finanz- und Bankenkrise, die ja jetzt seit einigen Jahren ist, dass man da jetzt vielleicht auch der gesellschaftliche Druck größer wird? Man will, glaube ich, einfach nicht mehr zuschauen, wie sowas passiert. Kann das sein, dass da aber jetzt was in Bewegung gerät? Ja, das kann ich nur hoffen. Bisher ist das ja auf Regierungsebene überhaupt nicht der Fall. Also es gäbe zuletzt seit Beginn der Finanzkrise 2007 genügend Gründe, Finanzoase zu schließen, weil ja viele der giftigen Finanzprodukte, die ja mit zur Finanzkrise beigetragen haben, ihren Sitz in Finanzoasen hatten. Also beispielsweise der Beginn der Finanzkrise in Deutschland bei dieser relativ kleinen Bank IKB in Düsseldorf entstand ja durch solche maroden Wertpapiere, die die IKB von der Deutschen Bank gekauft hatte und die ihren Sitz in Delaware hatten. Also es gäbe schon genügend Gründe, aber auf der Regierungsebene ist da nichts passieren. Im Gegenteil, ich fand das immer als eine ganz verteufelte Absurdität, dass der Chef der Euro-Gruppe, der also immer damit verhandelt hat an verantwortlicher Stelle bei Firmengeschäften, bei Rettungsmaßnahmen anderer Staaten, dass dieser Chef, Jean-Claude Juncker, gleichzeitig der jahrzehntelange Repräsentant der größten Finanzoase innerhalb der Europäischen Union ist, Luxemburg. Also auf der Regierungsebene ist davon noch nichts angekommen. So wie die Medien dieses Thema jetzt behandeln, also ich nehme jetzt mal die Süddeutsche Zeitung, da kann man auch keinen solchen Willen erkennen. Denn erstens mal wird als einziges Beispiel
dafür, wer also solche Finanzoasenkonstrukte genutzt hat, ein toter Playboy, Herr Sachs, genommen. Und alles wird darauf reduziert, dass nur individuelle vermögende Leute diese Konstrukte nutzen. Und mit keinem Wort wird darauf hingewiesen, dass hier inzwischen die Unternehmen und Banken die Hauptakteure sind. Letzte Frage vielleicht noch ganz kurz. Sie haben gesagt, von der Bundesregierung ist da nichts zu erwarten. Ist was von der Opposition zu erwarten? Bisher habe ich noch keine nachhaltigen, konsequenten Vorschläge von der Opposition gehört.